Zum Thema Freihandelsabkommen. Ich setze auf ein erfolgreiches Verhandlungsjahr 2015. TTIP ist ein kostenloses, ich wiederhole, kostenloses Konjunkturprogramm für uns in Deutschland, für uns in Europa. Berechtigte Forderungen nach mehr Transparenz in den Verhandlungen und Änderungen im Bereich des Investorenschutzes müssen berücksichtigt werden, aber das geschieht ja auch schon. Kommissarin Malmström spricht sich ja ausdrücklich auch für Transparenz aus. Wir müssen als Europäer auch aufpassen, dass uns Asien nicht abhängt. Es gibt ja Verhandlungen, Freihandelsabkommen, die sogenannten TPP, mit dem asiatischen Raum der Amerikaner. Wir Europäer sollten das Feld eben nicht anderen überlassen, nicht hinterherrennen, sonst werden andernorts die Standards gesetzt, nach denen wir uns dann richten müssen. Wir sollten die Chance nutzen, mit TTIP beispielgebend für andere Regionen zu sein. Und wie gesagt, nochmal ein kostenloses Konjunkturprogramm, das sollten wir uns nicht entgehen lassen.